Bitte nicht! Halt die Schnauze! Bei den drei Toten handelt es sich um zwei junge Männer und um eine Frau, die Besitzerin des Hauses. Von ihrem Ehemann fehlt bislang jede Spur. Die Polizei geht davon. Immer wieder wird von einem Mann mit Totenkopfmaske berichtet. Nachdem sich immer mehr Morde in Bezug auf das berüchtigte Mordhaus zugetragen haben, wird das Grundstück offiziell zur Sperrzone ernannt. Der mysteriöse Mann mit der Maske ist fortan nur mehr bekannt unter dem Namen Skullface. Na kommt schon, ihr kleinen Feiglinge. Na eine Nacht in diesem Mordhaus. Ich hab echt ein komisches Gefühl hier. Ich glaube, wir sollten gehen. Das ist wirklich so existiert. Ihr seid wirklich Schisser. Sorry, aber... Warum passiert das alles? Er macht Jagd auf uns.